Eine Aufführung der Theatergruppe des Konfuzius-Institut Frankfurt. Auf der Bühne die deutsche Sinologiestudentin Ribana Zorn. Ich bin nach dem Abi für ein Jahr Freiwilligendienst nach China gegangen und habe da in Yunnan unterrichtet. Yunnan ist wunderschön, Berge, blauer Himmel, viele Minderheiten, viel Kultur. Und dann habe ich mich in China verliebt. Ja, und in Deutschland habe ich dann halt auch was mit China machen wollen. Inzwischen ist Ribana festes Mitglied der chinesischen Theatergruppe. Und dort geht es nicht nur um ein wenig Freizeitspaß. Weil das Publikum wirklich angetan ist, hat die Gruppe immer mehr professionelle Auftritte. Und unsere Lehrerin dafür war zufällig auch am Konfuzius-Institut und hat die Theatergruppe gegründet. Und dann hat sie ihre Schüler rekrutiert und seitdem bin ich dabei. Es verbindet halt beides, was ich mag, so Chinesisch. Und ich wollte immer schon Theater machen und so hat sich das dann gut ergeben. Wir treffen uns jede Woche für ungefähr 2 Stunden. Und vor den Auftritten treffen wir uns dann manchmal auch ein bisschen häufiger und die Proben gehen auch ein bisschen länger. Es geht halt bei uns auch noch viel darum, dass wir die Aussprache gut üben. Das heißt, es ist nicht nur, wir achten auf Mimik, sondern auch auf die Sprache. Ich denke, das ist der Hauptunterschied. Und vielleicht dann noch, dass es ein bisschen übertriebener, ein bisschen niedlicher ist. Man lernt halt durch das Theaterspielen auch noch etwas über die Kultur und man kriegt einen ganz anderen Zugang zur Sprache. Und im Sprachkurs haben wir natürlich auch Texte, aber die lernen wir lang nicht so intensiv und wir kriegen auch nicht so viele Hintergrundinformationen. Also es gibt mir nochmal so eine ganz spezielle Verbindung zu China, auch wenn ich eine Weile in Deutschland bin und China vermisse. Aber am Konfuzius-Institut habe ich dann immer so ein bisschen das Gefühl, als wäre ich wieder in China.